Guten Morgen mit einem schönen Sonnenaufgang. Meine lieben Freunde, boah, ist das schön hell hier. Die Welt sieht wunderschön aus, wenn du wunderschön bist. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Forest. Ne, Sons of The Forest. Ja. Sollen wir Wir uns sind beim nicht. nächsten Teil. Oh, Kevin wird angegriffen. Sollen wir uns nicht wirklich hier mal eine Seilrutsche rüberbauen, sonst kriegen wir ja gar nichts hierher. Ich glaube, wir müssen kurz Kevin Ja. retten. Da drüben. Nö. Ich bin richtig drin. So, schnell was trinken. Was passiert da? Also ein Wolkenbruch. Das Wetter schlägt um. Oh, das ist aber ein Sauwetter hier. Ich pfeife ein bisschen Ramen rein. Oh, lecker. Rami macht ganz schön durstig. Ich mit den Crunchies. Ja, die Crunchies hau ich mir auch noch rein. Und jetzt gehe ich da drüben mal fetzen mit den kleinen Spastis. Oder? Ja, wenn du Komm, meinst. komm, da gibt's jetzt aufs Maul. Er springt wieder rum wie ein Hund. Ein Köder. Ah, der trinkt im Wasser, guck mal. Ich glaube, der kann nicht schwimmen. Na, wo sind deine Freunde jetzt? Da. Holt ihn euch. Ja, komm her. Komm, dein Freund ist hier. Er kommt schon auf die offene Fläche. Dann nicht. Ja, da. Was ein Opfer, Digga. Er hat so einen Abgang gemacht. Oh mein Gott, seid ihr peinlich. Schämt euch. So. Ich hack mal den schnell auseinander. Ich brauche einen leckeren Fuß. Hey, wo ist der Fuß hingeflogen? Das habe ich das Gefühl, ist immer ein bisschen random, wo die Sachen hinfliegen, ne? Also Was random? so die Füße oder Arme, die verschwinden manchmal einfach irgendwo hin. Okay. Hä? Wo fliegt das denn hin? Na gut, da muss er das Eichhörnchen dran glauben. So ist die Natur. Manches wird sowas. Ich fäll mal ein paar Bäume hier, ja? Jo. Das ist mir ein bisschen angenehmer. Oh, das war kein so großer Baum. Oh, das Geblubber habe ich vermisst. Die Bäume, wie sie durchs Wasser prallen. Bang, bang, bang. Wunderbar. Das ist wie mit der Stereoanlage im Auto, gell? Putz, putz, putz. Schmeiß da mal was rüber. Ja, verpiss dich besser.
Das ist aber auch ein Dreckswetter, gell? Ah, jo, das ist schrecklich. Also da habe ich mir meinen Urlaub anders vorgestellt. Das wisst ihr ja auch noch gar nicht, Freunde, ne? Also diese Militäreinsätze, die wir immer hatten. Also Mappis und ich haben uns da immer sehr drauf gefreut, weil wir einfach wissen, für uns ist das wie Urlaub. Ja? Das ja, therapiert uns ein bisschen rumzuballern. Vielleicht den einen oder anderen Menschen zu helfen, das ist natürlich immer ein schöner Nebeneffekt, gut fürs Karma. Aber sonst ist es, also für uns ist es wie am Strand liegen. Ja, absolut. Ja. Und das haben wir uns jetzt so natürlich ein bisschen anders vorgestellt. Und da wollen wir wenigstens schon Sonne haben. Legt ja auch keiner an den Strand, wenn es regnet. Das Wetter schlägt hier irgendwie noch was, ne? Ja, ja, also da kommen keine Urlaubsfeelings bei mir auf. Müssen wir mal gucken, ob wir da die Reise nochmal zurückbuchen können. Da der, wie hieß er nochmal da vom Reisebüro? Sergeant Miller? Oder wie war das? So, ich baue mal hier einen Außenposten, ja? Mal, wie drehe ich das nochmal? Ne, nicht so. Ah, mit Kuhn, ja. So. Und schauen wir mal direkt da rüber. So. Boah, Junge, wie es hier schüttet. Alter, das ist ja verrückt. Halt gar nicht mal auf. Also Freunde, wenn ihr euch natürlich fragt wieder, ne, was hat denn der da vor, was will er da bauen? Ich weiß es auch noch nicht. Wieso ist manchmal im Leben einfach drauf los? Oh mein Gott, Junge. Ups. Bau mal schnell ab. Was ist los? Ach du, ich war friedlich am Bäume fällen und auf einmal kommt da so einer hinter mir. Haut mir aufs Maul. Den Wichser. Also Muscheln geben aber auch gar nichts, gell? Bitte? Die Muscheln, die geben mir auch gar nichts. Muscheln? Wenn man die Muscheln isst. Die Muscheln? Hä? Eine Auster. So, okay, Deutsch mit mir wieder. Auster, versteh ich? Ja. So. Der Baumfell-Simulator. In the Forest. Boah, ich bin full mit Health. Das ist ja richtig schön, mal. Ich war immer da auf dem letzten Bissel. Ich muss, glaube ich, öfter mal einfach Schmerzmittel nehmen. Das hilft mir. Hey, wo bist du denn? Komm. Also zweit können das wieder nur, ne? Ja, komm, mach einen großen Magger da. Oh, ich habe ja einen Taser. Soll ich den mal tasern? Ja, dann kannst du den tot hauen. So frisch getasert sind. Oh, ist aber nicht ganz her, schade. Aber der nächste, der kommt, der kriegt einen Taser mal. Jo, richtig so. Machen wir es einfach mal wie die Polizisten aus den USA, gell? So. Sehr geändert machen wir noch. Immer so. Da wälzt sich wieder in einem Dreck. Also das sind auch ekelhafte
Menschen. Pakete. Ja, ja. Da weiß ich ja gar nicht, ob man das noch Menschen nennen darf. Kann ich ja bald ausstellen im Zoo. Na, komm her. Na? Hä, wie funktioniert der Taser? Dumm. Ja, aber auf dem Baum mit dir. Also mit dem Taser muss ich noch nicht ganz, kann ich noch nicht ganz so umgehen. Da muss ich glaube ich nochmal in den amerikanischen Polizeikurs. Hallo. Na, aber man kann nicht alles lernen. Oder können. Lerne schon. So. Also ich glaube. Ja, bitte. Hä? Ich krieg die nicht getasert. Also ich glaube, da bin ich auch. Sie übersteigt ein bisschen meine Fähigkeiten. Du musst rechts gedrückt halten und dann zu den drauf zu rennen. Ja. Ja, ich fetze sie jetzt einfach weg hier. Ein Speer. Wirf noch einmal Sand nach mir, junger Mann. Hä, wo ist denn der hin? Na gut. Hat er Glück gehabt. Ist heute noch nicht aufs Maul. Gesehen, du Spasti. Ey. Language. Ich weiß nicht, was es heißt. So. Komm. Wir bringen euch die Zivilisation und die Demokratie. Lasst uns doch einfach mal machen. Dreck. So, wer nicht hören will, muss fühlen. Schluss mit sowas. Kelvin? Brauch mir ein Feuer. So, der Grundriss ist fertig. Ich frage halt, wo er es baut, ne? Hoffentlich jetzt nicht direkt. Weiß ich nicht, es werden wir langsam ein bisschen zu viele hier. Das machst du schon. Ich vertraue dir da voll und ganz. Er hat ein Feuer gebaut, sehr gut. Er ist direkt auf dem Ast gebaut, egal. So, komm. Neu mit dem. Oh nein! Guck mal, wer hier da ist. Moment. Der Axt. Ja, der ist toll. Hä? Na, geht doch. Digga, wann stirbt denn der? Was brauchst denn du hier? Opfer. Hallo, was brauchst denn du hier? Lass mich mal machen. Nein, 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 was machst du? Achso. Hey, wie gesagt, zur Stimmung. Ne? Da greift sie einfach aus dem Wasser. Oh. So.
Ich baue hier einen Außenposten. Warte ab, das wird sehr schön. Ah, nicht meine Klauen hier, ne? Ich habe eine viel schönere Idee. Hör auf, das ganze Holz zu verschwenden, bitte. Okay, warte, sag. Es gibt diesen Aussichtsturm und auf dem Aussichtsturm kannst du einfach einen Stamm machen und geh mit der Seilrutsche da immer rüber. Okay. Okay. Kevin, was machst denn du? Er greift aus dem Wasser die Stämme. Ach, nice. Ach, du bist ein Feini. Komm, dann bauen wir den Aussichtsturm hier irgendwo hin. Ja. Ich lass mich mal kurz hier an dem Herrn aus. Achtung, hinter dir! Beruhig dich, Junge. Digga, es sind zu viele Taser hier. Hast du jetzt das Ding abgebaut? Was? Na? Na gut, dann kann. Ah, hier steht der Tango. So. Junge, das wird richtig gut. Gute Idee. Mhm. Können wir dann mich einfach immer, dann sögen wir da hoch und keiner kann uns folgen und wir gehen irgendwann mit der Slack dann darüber. Das wird sehr, sehr gut. Ja. Der Ben, der holt da alles raus aus dem Wasser. Super Kelle. Super Kell. Der Kelvin ist eine Maschine. Der ist schon fast so gut, dass ich ihn gerne Kevin nennen würde. Was? Oh. Hey, was ist los? So ein Bug entdeckt. Ich kann die nicht mehr reinlegen. Wenn du sie nicht brauchst, dann brauchst du wieder Stämme. Der hat aber einfach meinen Stamm zerstört. Oh. So. Ist gut, wie die Leiche hier einfach immer noch liegt. Gibt einfach so einen freundschaftlichen Vibe. 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 So, Freunde, übrigens, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir sagen es euch jetzt trotzdem nochmal, wir bringen ab jetzt Samstag und Sonntag eine Folge. Ja, Moment mal, wir versuchen es, ne? Wir versuchen es und machen es natürlich auch, weil alles, was wir angehen, machen wir auch. Wir haben uns das schon manifestiert mit Manifestationsbildern. Wir haben beide in der Abend... Nachtschublade, ein Bild von The Forest Samstag und Sonntag Upload. Warum nimmst du die Bäume in die Richtung? Ja, passt doch. Ja, nee, weil ich hab ihn gerade abbekommen. Also, das ist schon sauber komisch. Das ist merkwürdig. Sorry, das fand ich halt einfach falsch. Ja, das denke ich doch auch. Du her, Digga. Also das finde ich aber angenehm, dass man so viele Baumstämme aus den Bäumen bekommt. Das war ja im alten... Das ist auch noch viel zu teuer, finde ich. Ja, also man kann jetzt auch nicht alles haben. Ich finde, das ist da Meckern auf höchstem Niveau. Man kann ja, man hat ja immerhin ein fertiges Spiel von den Entwicklern bekommen. Ja gut, das muss ja was geben. Der geht an dich. Ja. Den Punkt musst du mir geben, ne? Wo ist denn der Spaß jetzt? Also, hier hinter dir. Aha. Also, das ging mir zu lang. So. Es ist auch gut, dass wir nur junge, unausgewachsene Bäume hier bei uns haben. Nee, das ist. Mich interessiert es halt auch nicht. Das gehört sich so. So, lass mich mal schnell den Baum hier fertig fällen, du kleiner Spasti. Sorry.
Digga, wie hittet er mich denn? Hallo? Was ist das, Alter? Ja, kann ich auch. Komm her. Nichts Besonderes. Wieder Baum rumlungern. Na, besser, dass du weg bist. So, ist fertig? Ja. So, jetzt gehen wir da rein. Ja. Kommen wir da hoch. Dann können wir hier mal ganz entspannt einfach rüber jumpen. Moment, ich werfe dir mal noch ein, zwei Baumstämme hoch. Ja, fang bitte. Easy. Easy. Ohoho. Und jetzt kannst du die da einfach mal auf die Ecke stellen. Ne, andere Seite, andere Seite. Wir kommen ja von der. Sonst kann man nicht hoch. Warte. Und neben dran, oben drüber und die Wand hoch. Und dann gehen wir da immer mit das Backline gegen die Wand. Ja. Wo? Die Wand durch? So? Ja, ja. Und jetzt noch auffüllen. Die ganze Linie? Ja. Okay. Ah, der ist nicht angekommen. Nochmal. Ja. Boah, Junge, herrlich. Pass und Play mit Baumstämme. Let's go. Junge, wir sind einfach Baller. Es ist so dumm. Assisting like Westbrook. Let's go. Einen brauchen wir noch. Ah, hier liegt einer unten, glaube ich. Na egal. Ne, das ist ein, also ein Boden. So. Und jetzt? Geil, und dann machen wir einfach da gegen die Wand eine Slackline. Und dann können wir hier immer einfach rüber und die. Okay, wo haben wir die Slackline? Hier an die Wand zu unserem Haushalt. Haben wir die schon? Ich habe nur ein Seilrutschen. Nee, nee, doch, nee. Ich habe doch ein Seilrutschenseil. Ja, aber du hast das Gewehr nicht. Ich habe auch ne. Wie das Gewehr nicht? Aber muss man das schießen? Ja, ja. Ah. Dann können wir hier einfach zack jumpen und kurz vorbei. Ärgerlich. Beautiful. Oh, wie schön. Ich mache uns noch trotzdem Fenster hin. Ja, das ging aber ein bisschen zu schnell. So. Einmal unser Feuer in der Luft bitte wieder anmachen. Ich leg's mal rein. Kelvin bringt fleißig Baumstämme. Aber das würde ich noch irgendwie verzieren da oben. Moment, ich habe noch eine Idee. Ja, mach das mal noch ein bisschen schöner. Wir machen uns dann noch ein Dach. Machen wir es im Folgenende einfach danach. Ich hole mir noch ein Eichhörnchen. So, weggebankt. Ja, mit dem guten Fleisch. Da hinten räuchert jemand was. Kannst du mir das hier einmal bitte gleich hochwerfen? Oh, hier ist eine Schildkröte. Wie bringe ich groß die nach, Schildkröte hin? Von groß nach klein. Ich hab's geschafft, warte kurz. Ich esse noch lecker Schildkröte. Oh nein, ihr Freund sitzt nebendran. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Nee, Kelvin, der ist für mich. Na gut. Was brauchst du? Wenn du mir einmal hier ein bisschen Baumstämme hochwirfst. Ja, komm, geh hoch. Wirfst du dir zu? Erst den Dreiviertel. Erst den Dreiviertel, gut. Bist du ready? Ja. Super. Dann ganzen. Jetzt den mittelgroßen. Den halben. Nee, bitte sag. So. Jetzt noch den ganz kleinen. Ja. Ja. Ich kriege ihn nicht. Ja. Danke, danke. So. Und jetzt noch zwei große, bitte. Ach, Kelvin, ja, setz dich direkt zwischen rein. Kein Problem. Ich krieg's nicht. Warte. Ich nehme Anlauf, vielleicht hilft es. Achtung. Und. Ja, einer zumindest. Moment, ich muss kurz platzieren. Ja. Jo. So, jetzt haben wir hier wenigstens noch so ein Dach.
Boah, das sieht ja, ich sage wohl, also, ne? Besser aus. Sabalot? Da, kannst du dich noch setzen. Ja, das ist erstmal nicht. Mein Berli. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss hier. Ja, gehen wir mal rüber, ne, zu unserem schönen Häusle da. Hast du auch super gebaut. So fühle ich mich richtig wohl. Ach Gott. Schön. Jawohl. Okay. Genau, setz ihn auch nochmal drauf. Hier müssen wir auch so ein bisschen schön Steg bauen. Mhm. Und jetzt, warte. Achtung, bist du da? Ich mache am folgenden Ende. Ich bin der König der Welt, Rose. Ich liebe dir. Ich liebe dir. Gute Nacht, Freunde. Schöne neue Folge. Achso, ne, wir sind ja. Wir bringen es ja 13 Uhr am Sonntag, ne? Also. Genau, natürlich nicht gute Nacht. Ich kenne euch ja, ne? So schlimm seid ihr nicht. Oder vielleicht kommt er auch jetzt erst nach Hause. Kann natürlich auch sein. Habt ihr einen schönen Abend zusammen gehabt mit einer hübschen jungen Dame oder mit einem hübschen jungen Kerl? Geht ja alles heutzutage, ne? Genau. Gut. Freunde, ich bin raus. Map ist auch. Und mal gucken, was wir nächste Folge machen. Vielleicht bauen wir hier weiter oder wir laufen wieder sinnlos rum und fangen wieder woanders an zu bauen. Kann natürlich auch sein. Man weiß nicht. Ich freue mich hier mit unserem Homie zusammen zu chillen. Er hat ein neues Zuhause. Ich habe einen neuen Freund. Und genau. Ich flex mal einmal mit. Nee, ich kann die Arme wohl nicht in die Hand nehmen. Ist das schade. Naja, na gut. Gut, also gut. Ja. Ciao, ciao, Leute. Jetzt ist gut. Ciao, ciao. Macht's gut.